Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Halbfinal-Hinspiele steht an am Dienstag und am Mittwoch Real gegen Chelsea und Paris gegen Man City. Ja, drei von vier dieser Vereine haben letzte Woche, ja, wenn sie es nicht vorher schon immer gemacht haben mit diesen Investoren, Gehabe, ja, den Fußball noch einmal mit Füßen getreten, vor allem die Fans dieser Mannschaften richtig enttäuscht und meiner Meinung nach, und ich sag's dazu, das ist wirklich meine Meinung, das könnt ihr ganz anders sehen, müssen diese Mannschaften, auch wenn sie jetzt wieder den Schwanz eingezogen haben, dafür Konsequenzen sehen. Man kann nicht einfach so etwas beschließen über den Kopf von allen hinweg und dann plötzlich sagen, nee, wir machen es doch nicht, weil jetzt auf einmal irgendwas droht. Also ich find's sau unkollegial. Unglaublich ekelhaft. Das Fußballgeschäft ist sowieso schon dreckig. Das hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt, meiner Meinung nach. Und Real, Chelsea und Man City müssen nochmal irgendwelche Sanktionen bekommen. Ja, und es wird sicherlich nicht passieren, weil man sich auch keine Feinde machen will bei der UEFA. Nichtsdestotrotz, für mich geht es überhaupt nicht. Ich wollte es mal angesprochen haben. Ich finde den europäischen Top-Fußball immer ekelhafter. Ich habe auch überlegt, ob ich hier überhaupt eine Prognose machen soll. Weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich werde dann wahrscheinlich nächste Saison das Ganze nicht mehr machen, weil ich damit weniger denn je leben kann, was da alles so hinter den Kulissen abgeht. Naja, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Halbfinale Nummer 1. Real Madrid gegen den FC Chelsea. Ein Halbfinale, das es durchaus in sich hat, der FC Chelsea hat ja schon bewiesen, dass es super durch diese Champions League gleiten kann. Ohne große Probleme ins Halbfinale eingezogen. Real Madrid machte das gegen den FC Liverpool auf beeindruckende Art und Weise klar, dass sie jetzt unter den letzten vier stehen. Erste Möglichkeit nach einer halben Stunde gehörte Chelsea von Courtois gehalten, führte zu diesem Eckstoß von der rechten Seite und auch der wurde brenzlig. Courtois irrt da durch den eigenen 16er, Zuma dann mit dem Kopfball, aber Casemiro steht auf der Linie oder kurz davor und klärt ihn raus. 0:0 nach 45 Minuten, kein guter Auftritt der Gastgeber, der FC Chelsea machte schon ein deutlich besseres Spiel. Zweiter Durchgang ging dann aber besser für Real los. Christensen muss sich hier reinschmeißen. Vinicius aber geht auf den zweiten Ball. Dann Marcos Alonso und Zuma, die schmeißen sich mit aller Gewalt in diesen Ball rein und wollten unbedingt den Gegentreffer verhindern. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Chelsea bekam Kontermöglichkeiten über Ziyech. Der zieht in den Strafraum ein und der Ball ist suboptimal gespielt. Wenn er irgendwie in der Mitte durchkommt, dann wird's gefährlich, aber Courtois riecht das, ziehe ich mit dem linken Außenriss, aber dann dementsprechend ungefährlich. 90. Spielminute, Real Madrid kommt nochmal mit Benzema und Isco, setzt sich da irgendwie durch, Asensio kommt zum Abschluss und zum Tor. 90. Minute, doch noch das 1:0 für Real Madrid. Das Siegtor in der Schlussminute, etwas schmeichelhaft, aber vollkommen egal. Es stand nach 90 Minuten 1:0. Deutlich bessere Ausgangslage plötzlich für Real Madrid. Verloren ist für Chelsea allerdings noch lange nichts. Diesen Treffer hätte man sich aber dennoch gerne erspart. Halbfinalduell Nummer 2 zwischen PSG und Manchester City. Starke Anfangsphase hier der weiß gekleideten Gäste von rechts nach links im ersten Durchgang. Rodri am Ball, Bernardo Silva, was für ein Pass zu Jesus da, der scheitert aber an Sergio Rico. Riesenmöglichkeit ganz früh in dieser Partie, sehr gute Reaktion des Pariser Schlussmanns, Keylor Navas fehlte ja verletzt. Jetzt Mbappé nimmt Garner mit, der zieht in den Strafraum ein, behält das Duell, den Ball an sich, Paredes, 1:0 Paris, 40. Spielminute,
die erste ernstzunehmende Angriffssituation im Strafraum führt dann auch direkt zum Führungstreffer und Paris wollte nachsetzen. Draxler mit der Balleroberung im gegnerischen Territorium. Mbappé zu Neymar. 2-0, 43. Minute. Doppelschlag. Paris sehr schmerzhaft für City. Eigentlich spielten die Gäste eine gute erste Halbzeit. Trotzdem lagen sie mit zwei Treffern im Rückstand und ihnen fehlte der Auswärtstreffer. Zumindest einer sollte es ja immer mal sein. Paris konnte sich jetzt auf die Konter spezialisieren. Neymar hat extrem viel Wiese vor sich. Und diesmal traf er nicht den Pfosten, wie noch gegen die Bayern. Doppelpack, 59. Minute, 13-0. Jetzt wurde es wirklich richtig happig für Manchester City. Und die Aufgabe, sie wurde immer, immer größer. Paris legte aber weiter nach. Paredes, Mbappé. One-Touch-Fußball zum 4-0. Danilo Pereira mit dem 4-0. Das muss man sich mal vor Augen führen. Unglaublich, Manchester City in der Defensive von allen guten Geistern verlassen und Pep Guardiola konnte seinen Augen nicht trauen. Man City kam nochmal, Rodri, Bernardo Silva, 86. Minute, zumindest mal das 4-1. Jetzt würde ein 3-0 reichen, aber auch das muss man gegen Paris dann irgendwie erstmal bewerkstelligen. Also die Ausgangslage immer noch eine ziemlich schlechte. Deswegen wollte City zumindest noch das 4-2 nachlegen, damit ein 2-0 reichen würde. Diese ganzen Rechenspiele, sie wurden sicherlich auch im Kopf nochmal durchgegangen. Rodri, Bernardo Silva, aber zu harmlos für Sergio Rico. So blieb es beim 4-1 eine gute, fast perfekte Ausgangslage mit Schönheitsfehler in der 86. Minute für Paris. Und dadurch hält sich Man City die Minimalchance noch offen, ins Finale einzuziehen. Jo, das soll es mit der Prognose gewesen sein. Hier seht ihr die Ergebnisse. Tippt gerne mit in den Kommentaren, kurz und kompakt das Ganze heute. Macht euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Zuschauen. Also der echten Spiele. Bis dahin und adios.